So, Leute. Schönen guten Moin. Moin, moin, sagt man hier. So, was geht ab? Erstmal natürlich wieder meinen kleinen Wuffi füttern. Wo ist er denn? Ich hatte ihn gerade gesehen. Hey, komm mal her, du siehst es auch. Komm her, mein kleiner Scheiße. Na, wo bist du denn? Ja, herzlich willkommen hier natürlich auf dem Kanal wieder zurück, liebe Leute. Begrüße euch natürlich wieder recht herzlich bei mir. Und, ja, was hat sich so getan? Wollen wir eine kleine Rundreise machen hier mal auf meinen Gehöft? Können wir ja dann machen. Im Wachstum. Immer noch im Wachstum, aber wie ihr sehen könnt, hat sich hier schon so einiges so getan halt, ne, vom Wachstum her gesehen. Ist schon was geworden. Hallo, mein Süßer, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, bist ein Süßer. So, und, ja, Leute, was hat denn gemacht? Ich hab ja hier so einen Stall gehabt, oder was weiß ich, der war untertunnelt. Keine Ahnung, hier, war. Als habe ich mir gedacht, den brauche ich ja nicht, und was mache ich? Ich baue den ab. Ich reiß den einfach ab, und was ist passiert? Leute, ich hab den abgerissen, und jetzt ist das dabei übrig geblieben. Was wir aber hier noch machen werden, ja, das weiß ich selber noch nicht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. So, hier jetzt weiter. Mit, müsste Gerste sein. Die ist immer noch im Wachstum. Also, das, bin ich mal gespannt, wann ich hier das erste Mal irgendwie mal was ernten kann. Wegen einfach mal hier hinten noch mal ein bisschen so lang. Was ist denn das überhaupt für ein Ding jetzt hier? Ist das hier Wasser? Was ist das jetzt hier? Kalken. Aha. Gut, gut. Weiß ich nicht, was das für ein Gebäude ist. Ach so, ich habe mir dann nochmal was gekauft. Und zwar habe ich mir mal meine eigene Seemaschine gekauft. Gleich mal so ein schönes Schlachtschiff hier, ne? Und zwar ist das der Pöttinger Terrassen C6F müsste das gewesen sein. Ja, den habe ich mir mal gegönnt. Habe so einige Aufträge wieder gemacht und erfolgreich abgeschlossen. Das müsste hier Weizen sein. Der Weizen befindet sich immer noch im Wachstum. Und ihr hörtet ja schon, ich habe ja hier, wie ich im letzten Video schon euch gezeigt, dass ich mir Hühner zugelegt habe. Ich habe mir zuerst mal Hühner zugelegt. Und hier seht ihr die Eier, die produzierten Eier, die ich dann irgendwann mal verkaufen kann. Ja, aber da warten wir noch ein bisschen ab. Ich weiß nicht, wie kann man die jetzt so einfach so verkaufen? Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr mal so gucken? Das ist es nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was muss ich hier jetzt machen, um die zu verkaufen? Nee. Hinstellen? Nee. Weiß ich jetzt nicht, wie ich das jetzt mache? Wie ich das verkaufen kann? Wir gucken mal. Dann habe ich mir noch einen Stall zugelegt. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie kann ich denn die direkt verkaufen? Ja, weiß jetzt jemand von euch, wie kann man Eier direkt verkaufen? Nichtsdestotrotz, Leute, wächst das bei mir eigentlich auch schön hier. Ja, seht ihr ja. Und ja, gut, das war einfach mal jetzt von der Warte aus gesehen, was hier meine Farm so macht. Ich habe ja hier einige Sachen schon hingebaut, um halt zusätzliche Einnahmen zu bekommen. Den Weizen, den Berg noch, muss ich mal gucken, ob ich den jetzt noch irgendwann mal abmähe oder irgendwie, muss ich mal schauen, wie ich das am besten noch mache, weil der stört ja hier. Ja, wie ihr sehen könnt, ist jetzt hier mal ein bisschen so wellig geworden hier oder irgendwas. Ich habe ja hier das Plateau halt mal ein bisschen erhöht, beziehungsweise ein bisschen abgesenkt. Und dachte mir, sieht halt vielleicht ein bisschen besser aus. So, wo sind meine Sachen, die ich hier jetzt bereits starte? Und zwar sind das die aktiven Aufträge, die ich mache. Und zwar Ernten auf Feld 34, nochmal Ernten auf Feld 57 und Grubbert auf Feld 65. Da wollen wir einfach mal mehr oder mal oder weniger mal hin, aber nicht mit dem. Mit dem auch nicht. Genau. Achso, wir haben ja hier noch eine Aufgabe, stimmt. Das war ja mit dem, mit der Kartoffeldingens. Das machen wir mal gleich. Da fahren wir mal gleich nochmal hin mit dem Trecker und ja, und holen uns einfach mal die Kartoffeln, die wir ja auch noch dementsprechend abliefern müssen. So, ich muss jetzt irgendwann natürlich mal einen kleinen Kreis fahren. Ja, wieder drei bestehende Aufträge, die wir jetzt hier haben. Mitunter jetzt erstmal hier die Kartoffeln. Da haben wir das Feld ja bald abgeerntet. Was auch wieder heißt, kommt wieder ein bisschen Geld drin. Ja. Ich brauchte unbedingt eine Seemaschine, weil ja einige Aufgaben, die gekommen sind, hat ja was mit den Seen zu tun. Und ich dachte mir, holst du dir mal so ein großes Ding gleich ein bisschen. Ne? Hast du was eigenes, brauchst du nämlich nicht immer mieten. Und ja. Das habe ich mir dann gekauft und das ist schön. Ne? So, Kartoffeln werden abgeerntet. Was haben wir denn noch hier? Okay. Müsste ich ja dementsprechend jetzt in die 2 Stunden, die ich jetzt hier am Spielen bin. Heißt aber nicht, dass ich 2 Stunden jetzt dieses
Video hier mache für euch. Das dauert, glaube ich, einfach mal ein bisschen zu lange. Ich denke mal, so eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde könnte man, sage ich mal, so ein Video schon mal gerne machen. Alles drüber hinaus ist einfach mal zu lange. So, hier haben wir ein Feld abzumähen mit dem Mähdrescher. Klar, das können wir auch gleich starten. Ja, ich habe alles schon so platziert, dass wir hier auch gleich anfangen können. Das machen wir. Weizen müsste das sein, was ich hier abernte. Genau. Und gut. Und hier haben wir dann noch eine kleine Aufgabe genommen. Und zwar grubbern. Ne? So, die Grubbermaschine, die ihr seht, die habe ich mir auch zugelegt. Hatte ich die letztens schon mal hier gehabt. Hier. Das weiß ich jetzt ja nicht so genau. Aber okay, ich habe sie. Ne? Und damit ja, geht es dann einfach auch mal zur Sache. Dauert nicht lange. Dann haben wir es ja abgegrubbert und so weiter und so fort. So, hier machen wir zack. Geht gleich weiter. Jetzt findet er natürlich kein Feld. Das heißt, wir müssen mal ein Stück zurücksetzen. Mehr oder weniger. Warte, ja, wir machen mal zurück. Hat er natürlich da hinten. Ich muss mal gucken. Später werde ich mir auch mal eine eigene Kartoffelerntemaschine zulegen. Und immer dieses Gemiete und was weiß ich nicht alles. Ja, das ist auf Dauer ist das auch nicht so schön. Gesundheit, liebe Leute. Und er fängt auch gleich wieder an. Das ist gut. Indessen, wo die ganzen Sachen im Betrieb sind. Ich müsste mit denen, glaube ich, zum Ernte-Dingens, mit dem Mähdrescher. Ne, da ist er ja. Alles gut. Ich habe nicht gesagt, Leute. So. Gut, dann können wir zurück auf unseren Gehöft. Kann ich eigentlich mehr oder weniger nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd, eigentlich jetzt hier mit dem Ding. Jetzt kann ich das hier ein bisschen mal von Hand machen. Das werden wir mal machen. Also viel habe ich ja jetzt hier nicht mehr. Und ja. Ja. Ansonsten sage ich auch mal so, ich habe ja auch einen Garten. Habe jetzt die Tage meine letzten Kartoffeln abgeerntet und ich muss wirklich sagen, also eigene Kartoffeln im Garten. Besser. Schmecken besser als wie das gekaufte. Ne? Irgendwie sagt man das ja auch immer so. Ja, die Leute, die im Garten haben und sich halt dies und jenes anbauen, ja, das schmeckt einfach mal besser. Und ich muss auch wirklich mal sagen, das stimmt auch. Wir wollen mal jetzt mal umdrehen und jetzt mal von hier mal anfangen. Genau. Ja, schmeckt einfach mal besser. Und ich hatte ja, dieser hat ja wirklich eine gute Ernte. Ich hab ja immer noch eine gute Ernte. Ja, jetzt sind ja so, jetzt kommen mal die Tomaten, die werden ja jetzt rot und ja, das geht halt dementsprechend los mit den Tomaten. Ist natürlich eine gute Sache, wenn man natürlich einen eigenen Garten hat. Und, liebe Leute, eine gute Ernte hatte ich, die sind auch schon schöne. Also muss ich wirklich so sagen, geile Gurkenernte, geile Kartoffelernte. Was war noch? Kohlrabi habe ich viele gehabt. Und jetzt habe ich noch Melonen, habe ich jetzt noch da. Und wie gesagt, die besagten Tomaten, die jetzt anfangen rot zu werden. Ja, Leute, was gibt es denn hier noch zu sagen? Wir können ja mal hier mal gucken. Ich sehe gerade, dass der Tank hier voll ist. Ja, aber was wir mit der Grube da machen, das überlegen wir uns noch später. So, hier sind meine ganzen Geräte. Sind alles meine Geräte. Die habe ich mir alle gekauft. Ja. Und mein hart erkämpftes oder ja. Geld. Hart erarbeitetes Geld, kann man sagen. Ne? Und ja, dann kann ich immer sagen, das ist meins. Wollte halt nicht mehr so großartig mieten. Und so weiter und so fort. Was aber hier, Leute, mein Plan ist für dieses ganze Projekt, was ich hier habe. Das Projekt heißt mehr oder weniger, oder sagen wir mal so, das bezieht sich alles auf Viehbau. Viehhandel. Ja, Schweine werde ich mir noch zulegen. Kühe werde ich kaufen. Dies und jenes. Also ich muss ja hier irgendwie auch ein Ziel haben. Und das heißt Viehhandel. Das machen wir hier. Was dementsprechend auch dennoch wieder heißt,
Leute, brauche natürlich Land. Ich habe neues Land gekauft, wo ich ja gar nicht wusste, im Grunde genommen, dass es mehr oder weniger meins ist. Ja? Dachte hier, das hatte ich ja vorher schon gehabt, hier links auf der linken Seite. Und, ja, jetzt kommt's, Leute. Ich darf da bloß nicht reinfahren. Ich habe ja hier das Land auch. Oh, der schmiert aber ganz schön ab. Das habe ich hier auch gekauft. Also das Land hier. Ne? Stellen wir mal kurz mal ab. Das habe ich gegrubbert und gedüngt schon. Und das... Warte doch mal. Das muss ich dann dementsprechend noch ja, da sehen. Da, ich glaube, da war ich auch dabei, bevor ich die Grubbermaschine genommen habe, dass ich das sehe. Mit ja, wie ist das Ganze? Hier, das habe ich schon fertig, ne? Das habe ich gedüngt. Das habe ich mit Sorghumhirse habe ich es eingesät. Warum Sorghumhirse? Ganz genau. Weil das ist nämlich gleichzeitig Hühner, Schweine und Pferdefutter. Ja. Bei den Pferden muss ich aber wirklich sagen, das, ob ich mir Pferde hole, das weiß ich nicht. Weil ich glaube, du musst die Pferde, die du denn hast, auch ein bisschen bewirtschaften, striegeln und was weiß ich nicht alles. Jetzt Gerste. Brauche ich auch wieder, ist Hühnerfutter. Und da brauchst du wirklich ein bisschen Geduld und ja, man muss sich mit die Tiere beschäftigen. Ich glaube, du musst so ja mit den Pferden ausreiten und was weiß ich. Da weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig, ob ich überhaupt denn dementsprechend ja, mir Pferde zulege, was nicht unbedingt was mit Viehhandel zu tun hat. So, also hier muss ich auch noch was sehen. Das, was wir sehen, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Da überlegt, natürlich muss es halt dem Vieh zugutekommen und ja, einfach mal abwarten. So, wir stellen uns einfach mal hier hin. Ein Arbeiter hat irgendwie seine Arbeit beendet. Hast du jetzt schon beendet? Das ist natürlich immer diese Sache, ne? Mähdrescher, und dass das mit den Kanten hier nichts wird. Ich weiß nicht, wie die das machen hier. Die Leute, die ich immer zugucke, das ist einfach mal so, dass halt die Drescher irgendwann mal aufhören zu dreschen, ja? Weil sie denken, gut, da ist ja nichts mehr, aber nichts ist damit, ne? Die denken falsch, ja? Wie wir hier sehen können, ja? Der Mähdrescher, der hört einfach mal auf und ja, und das war's denn. Das sind halt die Helfer, die du hier hast, die ihre Arbeit mehr oder weniger nicht so richtig machen. Aber naja, dafür bin ich ja denn da, um das ein bisschen auszugleichen. Ja, ich gleiche das einfach mal wieder ein bisschen aus. Hab ja einen schönen Mähdrescher hier, den Glas, und der macht das schon. Und ja, ist ein Juter. Natürlich machen wir halt auch gleich vernünftig hier, ne? Wir werden mal alles vernünftig abnehmen, bevor der Trecker mit seinem Hänger kommt und ja, das dann wegfährt. Ja, da hinten steht unter ein bisschen was, das nehmen wir unnatürlich weg. Ja, kommen wir nochmal zurück zu meinen Jagden und so, weil ich habe ja, wie gesagt, einen Jagden, ne? Oh, schöne Ernte gehabt und ich bauche jetzt auch nicht mehr an. Ja, also jetzt ist es vorbei. Jetzt haben wir ja schon August schon und ja, das Einzige, lasse jetzt die Tomaten, die lasse ich noch schön kommen. Ja, und dann wartet, ne? Dann wartet denn eigentlich dieses Jahr mehr oder weniger schon. Ich habe dann noch ein bisschen Rosenkohl angebaut, das hat ja auch noch da und ja, soll ich auch noch da, und der ist auch schon fertig. Den kann ich den nach Hause schicken. Der kommt aber gleich, Leute, gleich. Ja, bevor wir hier das machen, machen wir erstmal das andere. Ja. Also das mit die Helfer nochmal drauf zurückzukommen, ist ja eigentlich auch mehr oder weniger, hoffe ich doch, dass das im LS 25 doch ein bisschen besser aussieht. Die Helfer, die fahren
du fährst zum Beispiel von A nach B, zum Beispiel jetzt eben gerade mit meinem Dicken, der Rote mit seinem Grubber, den schickst du dann halt irgendwo, der soll einfach mal da und da hinfahren. Ja, das Problem ist, der fährt ständig gegen eine Brücke an der Seite und kommt dementsprechend nicht weiter. Und du wunderst dich dann halt dementsprechend, wo bleibt der? Ne? Und das kann ja nicht sein. So, wir wollen aber erstmal kicken. Ach, war das Hafer? Ja, also das haben wir abgeschlossen. Das können wir jetzt mal wirklich. Dann haben wir jetzt Kartoffeln noch und das sagen wir, das wollen wir noch Feed and Grain. So, okay. Feed and Grain, okay, alles klar. Gut, da wollen wir denn hin. Und ja, nimmt auch an, das ist okay. Keine freie Fahrt liefern. Oh, jetzt steht das hier im Wege. Alter, okay, hier ist die Feed and Grain. Da war es, glaube ich. Genau. Und wir starten. Der müsste eigentlich dementsprechend auch gleich losfahren. Und fahr bitte nicht keine Kurve wie gestern. Der macht eine Tatsache, wa? Macht der das wieder? Wieso? Warum? Warum sind die Helfer so scheiße? Echt, das muss. Warum fährt er jetzt nicht? Also, ich sag mal wirklich ernst: ich finde die Helfer hier in dem Spiel Rotze. Ja, da bin ich auch ehrlich. Also, das finde ich, ja, furchtbar. Ja. Ist genau wie gestern. Ich stehe. Der fährt. Fährt der wieder? Genau wie gestern. So, der fährt wieder da rein, wa? Da steht der Mähdrescher so wie jetzt hier und der fährt wirklich einen Kreis und bummt den paar Mal an. Ja? Anstatt einfach mal ein bisschen ein Stück weiter rumzufahren. Nein, der bummt den richtig an. Aber jo, also ist okay. Kann er ja machen. So, okay. Wir fahren jetzt bitte nach Hause. Also zu Feed and Grain. Und. Fahren den Trecker hinten zu den Kartoffeln. Wir holen es noch. Die Kartoffeln. Und es ist schön, dass ich jetzt auch die Aufgabe hier weitestgehend schon fast fertig habe. Man muss halt dementsprechend. Jetzt kommt der Zug. Ruft der jetzt den Zug da auf oder nicht? Nee, war Gott sei Dank. Habe ich aber Schweine gehabt. Ich glaube, der hat. Das war ein knappes Ding jetzt mit dem Zug. Ne? Mir ist aber auch was passiert, Leute. Weil ich spiele ja auch so, logisch. Ne? Ich nehme nicht nur die Videos auf. Ne? Ne? So wie hier, ne? Ne? Da ist der Ding jetzt. Der kauft. Der Kartoffelschäler da. Ernter. Fahr ich hier so, ne? Ich kicke hier nach rechts und links, na, kommt ein Zug. Fahr mit dem Arsch noch ein Stück zurück, auf immer kommt der Zug. Und knallt mal voll weg. Und ich denke, Alter, das kann doch nicht der Ernst sein, oder? Ja. Aber dafür kann ja der Helfer nichts, aber ist schon arg, ne? Wieso passiert, ist schon arg, ne? Du kickst extra nach rechts, nach links. Und, ja. Ist nicht schön, ne? Ist nicht schön, genau. So. Wir fahren den denn. Ich glaube, ja, wie ist er. Wo war denn das hier nochmal hin? Ich glaube, hier war das nochmal. Johnson's Farmers. Oh, ich hab's. Erntekartoffeln Johnson's 97%. Okay, wenn er jetzt die Kartoffeln abgeliefert hat, bin ich denn da schon auf 100%? Und hätte ich denn hier noch in dem Kartoffel, Erntemaschine, Kartoffeln? Dann könnte ich die, was hier übrig bleibt, bei mir einbunkern. Wäre ja natürlich nicht schlecht. So, ich hoffe, du fährst jetzt los, ohne da irgendwo ranzuputzen. Der fährt hier gleich rüber. Ja, so ist schön. So, kommen wir jetzt nochmal zu denen zurück. Ich lasse den Mähdrescher einfach mal da. Wieso habe ich denn da jetzt. Also die Aufgabe habe ich doch erledigt, ne? Warte mal. Eins Aufgabe. Eins. Ach so, der fährt der erste Zeugchen. Gut, komm. Mann, ich bin ja ab und zu mal ein bisschen so verplant. So, jetzt kommt die Geschichte. Stopp mal. So, das haben wir erledigt. Ich weiß nicht, bleibe ich am besten einfach nochmal hier stehen? Ich würde jetzt einfach mal nochmal hier stehen bleiben.
Warum ich jetzt hier stehen bleibe, ist einfach mal so, weil wir haben, an sich haben wir jetzt unsere Aufträge, die wir jetzt hier haben, bald erledigt. Das heißt, wenn wir die gleich. Wenn wir die nämlich erledigt haben, dann muss ich eine Runde schlafen gehen. Das heißt, ich brauche ja dann neue Aufträge. Das macht man halt dementsprechend nur, bleibst halt diesen kleinen Kniff, da ist du schlafen für eh 2 Stunden. Wenn du wieder zurückgekommen bist, hast du wieder neue Aufträge. So, wir haben, nichtsdestotrotz, abgeschlossen. Und haben jetzt nur noch einen Auftrag, das ist Kartoffelernte-Auftrag, den wir natürlich fertig machen. Und dann sollte das erstmal an Aufträgen gewesen sein. Du brauchst an für sich, brauchst du ja. Hier sind nochmal, stopp. Ich hatte mal letztens mal eine Aufgabe gehabt. Ballen machen und so weiter. Und das war der Rest. Den wollte der nicht, der wollte den nicht haben. Also ich habe die Aufgabe abgeschlossen, 100%. Und dachte mir, oh, jetzt liegen da meine Silage. Ballen rum. Dachte, ey, cool, die hole ich mir irgendwann mal ab, wenn ich mal wieder so einen Silage-Auftrag mache, bringe ich die 5 Silage-Ballen zu meinem Hof. Genau. Und apropos Hof, bleibe ich genauso stehen jetzt hier und warte auf den nächsten Auftrag, denn ich brauche jetzt erstmal soweit für meinen Hof, brauche ich, wenn denn, eigentlich nur den Trecker, ja. Also heißt es doch, wir fahren zu unserem Hof. Das würde heißen, wir machen eine freie Fahrt und fahren zu meinem Hof. Genau, da fahren wir hin. Dabei muss er umdrehen. Genau. Gut, okay, alles klar. Dann drehst du um und gut. Du kannst hier stehen bleiben, du kannst auch stehen bleiben. Leute, wir haben es gleich geschafft. Wir wissen ja, ob der Krümel da auf der linken Seite, den ihr da gerade gesehen habt, ausschlaggebend ist, dass man die Aufgabe zu 100% erfüllt. Ja? Das weiß ich nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Ja? Das weiß ich nicht. Ja. So. Und, ja, nochmal zu den Dicken hier, ne? Also hier, den ich mir mal gekauft habe, der Dicke hier. Ich sage zu ihm mal, ist mein Dicker. Ist richtig, ist mein Dicker. Also, der ist gut. Der lässt sich zurück hier, wie ihr so seht. Guckt hier, zack, zack, zack. Der bewegt sich. Und tanze mit mir den Abend hinein. Tanze mit mir so schön. Ja, das ist mein Dicker. Ne? Das ist mein Dicker. So sieht er aus, der Dicke. Ja? Genau. Können wir höchstwahrscheinlich gleich als Thumbnail nehmen. Supi. So, mit denen fahren wir aber jetzt noch nicht. Weil, wir bleiben erstmal hier nochmal stehen. Weil, ich denke mal, wir ja, bleiben stehen. So, Leute, erledigt der Fall. Er schaltet, da kommt schon ganz hoch. Er schaltet sich aus. Und ich fahre nicht weg. Ich bleib gleich hier stehen. Ich fahre hier nicht weg. Ich bleib hier nur stehen. Ja? So, okay, der ist bei Johnson Farmers. Super. Ich trinke nebenbei einen Kaffee. Leute, das ist hier auch, habe ich mir Oreo gekauft, ne? Ein anständiger Wagen. Ist so ein Kipper, der kippt nach hinten und nach vorne und an der Seite und so weiter und so fort. Ja, ist ein guter Kipper. Einzige, was ich noch brauche, ist vielleicht noch ein, zwei, oder zumindest ein vernünftigen Trecker. Ja. Der tippt ja so viele Trecker hier. Ja. Und zum Beispiel der Glas Orion 650, ja. Der würde mich schon mal so interessieren. Ne? Das ist ein geiler. Oder der JCB Fast Truck. Ja. 8330, ja. Das ist auch so ein Kadenzmann. Und ja, das ist schon krass halt. Ne? Den würde ich gerne dann eventuell mal so austauschen. Mit dem, den ich gerade hier habe. Wer ist das jetzt hier? Das weiß ich jetzt hier gar nicht. Ist ja auch egal. Aber so halt im Tausch halt, ne? Dass ich dementsprechend auch die ja, einen anderen Trecker einfach mal habe. So. So, du.
Kannst hier mal stehen bleiben trotzdem, ne? Ja, ansonsten meine Maschinen, die müsste ich mal abkerschern, aber bei mir ist gerade Wochenende und am Wochenende mag ich nicht. Also was heißt Wochenende? Heute ist eigentlich kein Wochenende. Na, ihr wisst schon. Bei mir ist jeder Tag Wochenende hier und da gibt es doch keine Wäsche mit dem Kerscher. Also, da warten wir einfach mal noch ab, ne, Leute. So, was ist denn mit meinen... Du hast dich gut hingestellt. Das ist super. Du kannst hier bleiben. Ich muss mir aber echt was einfallen lassen, was ich da mache mit dem Gelände da. Mein Hund, der ist da. Ey, mein Hund. Ey, nicht, dass der darin fällt. Achso, und übrigens habe ich hier auch schon was eingelagert. Und zwar ist Hafer. Ich muss mal gucken, ob ich... Warte mal, wie war denn das? Ist das Baumodus, wa? Baumodus? Was ist Baumodus? Landschaft? Ja. Ich muss das auf alle Fälle... Muss ich das erstmal ein bisschen anheben hier, dass das hier erstmal... Genau. Weil hier war ein Gebäude drauf. Ich weiß nicht, das war so eine Art so für einen Trecker. Da konntest du die Trecker reinfahren, wo man halt unter die Trecker schauen konnte. So eine Art so eine Werkstatt. Aber ich brauche dir so ein Zeug nicht. Ne? Ich brauche keine Werkstatt. Wir heben das uns mal einfach mal so ein bisschen so an. Guck mal, hier unten könnt ihr mich mal sehen. Da unten bin ich. Also da stehe ich. Dauert aber eine Ewigkeit. Dauert Ewigkeit, beziehungsweise geht gar nicht so vonstatten, wie ich mir das eigentlich so erhofft habe, ne? Ja, er zieht da erst, natürlich, klar, er zieht... Das ist scheiße, das sieht da scheiße aus. Ja, wir überlegen uns natürlich hier, was wir hier machen, ne? Also so wie das jetzt ist, hier bleibt es natürlich nicht. Hier geht es gar nicht mehr. Ich drücke das schnell mal runter. Ja, wir lassen das erstmal einfach mal sein. Du zeigst erstmal so, ihr macht das, wenn der Hund jetzt da hinkommt, dass der halt, das machen wir später. Weiß ich nicht, was wir hier machen. Ich hab Pläne. Leute, ich hab so viele Pläne. Gut, was wollten wir denn machen? Aha, der fährt jetzt nochmal hin, holt die restlichen Kartoffeln und meines Wissens nach hätten wir die Aufgabe denn geschafft, was natürlich positiv ist, logisch, ne? Absolut logisch. Und, da müssten wir mal pennen, denn lassen wir uns einfach mal überraschen, was als nächstes zukommt. Ja, wie gesagt, mein Plan ist hier Viehzucht, absolute Viehzucht. Und hier die, warte mal, hier die Ländereien auf der rechten Seite, weil da vorne ist ja mein Domizil. Diese Ländereien, die kaufe ich mir auch noch. Und dann fangen wir halt dementsprechend auch mit dem Vieh an. Das kostet auch sehr viel Geld, muss ich auch mal sagen. Ja, also wenn denn... Wird mir natürlich gleich eine gute Viehanlage mit Kühe und so. Schweine natürlich auch, aber das kommt alles noch. Wie gesagt, bis November haben wir erstmal Zeit. Ab November, glaube ich, wann war das? Am 12. November kommt LS25. Bis dahin wollen wir mehr oder weniger das hier so ausgebaut haben, dass man hier wirklich mal was sehen kann, dass wir auch dann halt dementsprechend auch Pferde sind, die ja. Weiß ich nicht. Ich habe da wieder ein Video gesehen, wo ich denn sagen muss, da war ich nicht so überzeugt mit den Pferde. Aber ich glaube, das ist auch kein Muss, dass du dich unbedingt um die Pferde kümmern musst oder so. Aber letztendlich ist es aber auch so, was bringen denn Pferde ein? Ja? Bringen denn Pferde Geld ein? Ja? Bringen doch gar kein Geld ein, oder? Oder was sagt ihr dazu? Ja? Was macht man mit Pferde? Die stehen ja nur als Ziele da, obwohl es doch schön, wenn Pferde da sind. Ich finde es schön, wenn Pferde da sind, ohne Scheiß. Wenn man so, ne?
und fährst an so einer Heide vorbei, da stehen die Pferde, ja. So, Leute, ich glaube, ja, halten wir fest, er bringt jetzt die Restkartoffeln nochmal nach Johnson und Farmers. Fährt gleich los. Und wir sind ja mit dem Trecker zu Hause angekommen. Abkoppeln. Du bleibst erstmal hier und wir holen uns wir müssen ja hier dementsprechend auch weitermachen. Aber kann sein, dass ich den Trecker auch gleich wieder brauche halt. Ja, ist dann natürlich jetzt ein bisschen blöd, wa? Denn ich brauche ja den Trecker höchstwahrscheinlich für die Aufträge, die da kommen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt, liebe Leute, schauen wir mal. Komm, passiert da nichts, wenn ich hier über mein Feld fahre. Außerdem ist es mein Feld. Schauen wir mal, was wir jetzt hier. Ich muss mal kurz nochmal raus. Gehört dir. Also ich habe hier noch nichts angebaut. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich anbauen? Was bringt denn hier richtig Schotter? Allzu wenig. Hafer, das ist mein Hafer, richtig Raps. Oliven, Sonnenblumen. Oh, Sonnenblumen bringen aber Kohle, ne? Kickt mal. Sojabohnen. Und Kartoffeln ist schwach. Zuckerrüben ist auch schwach. Mischration, Hackschnitzel. Also mit dem Eiern, da weiß ich jetzt noch ja nicht. Da habe ich ja noch gar nichts so. Warte mal kurz. Schreinerei. Holz, Gras. Was mit Gras? Heu. Stroh bekommt man doch von Weizen her, oder? Stroh bekommt man vom Weizen ja. Bin ich mir doch mal sicher, oder? Wie kriege ich denn das hier in zum Direktverkauf? Warte mal, ist nicht. Warum habe ich denn hier jetzt nur ein Gewächshaus? Warum, wo habe ich denn meine Hühner? Wie kriegt denn die zum Direktverkauf? Markierung setzen. Verkaufspreis. Nee, ich will ja hier nichts verkaufen. Wie kann ich denn jetzt die Hühner zum Beispiel? Also die Eier direkt verkaufen. Okay, das ist egal. Jetzt kümmern wir uns erstmal. Was machen wir hier? Wie ist denn mit. Ja, Leute, komm, Weizen. Ich werde hier das kleine Stücke hier mit. Komm, Weizen. Da habe ich Weizen. Nee, das ist Hafer. Das ist Sonnenblumen. Soja. Brauchen ja auch Stroh, war und alle zu Bad. Natürlich wieder eine Kante. Mann, ey. Ist egal. Komm, ist egal. Lass sein. So, okay. Leute, wir sind hier gleich durch mit den Kartoffeln. Dann heißt es Katsching. Was war das? 28.000?
Also die Aufgabe, die ganze Aufgabe, 28.000. Ja. So. Wie ist denn mit einem Schweinestall? Sag mal, ein Schweinestall, wie teuer ist ein Schweinestall? Könnten wir ja vielleicht irgendwann einen Schweinestall kaufen. Guckt an, da. Rechts oben. Katsching! Aha, 6,7. Okay. Okay, ich hatte ja bereits auch schon Kartoffeln abgeliefert, von daher die zählt ja dann dementsprechend alles mit. Ne? Ja. So, ich denke mal, du bleibst hier einfach mal stehen. Wir schließen die Aufgabe erstmal ab. 27.000. So, jetzt haben wir keine Aufträge mehr. Ihr seht ja. Da, und nochmal, da sind sie doch. Achso, zusätzlich nochmal 26.000. Ja, es läuft, Leute, es läuft. So, was haben wir? Was wollten wir? Wir wollten Penyen. Und zwar tun wir das. Und zwar. War doch mit einem Auto rüber. Also, ich habe auch schon. Also, man kann Eier verkaufen, indem du denn die hier mit dem Dingens hier kannst. Kannst du zum Bäcker bringen oder was weiß ich? Schlafen. Warte, bis um 5? Scheiße. Da ist ein Bank eine Stunde nur Penne, warte mal. Es geht mir jetzt nur darum, um dass ich dementsprechend wieder Aufträge habe. Ja. Und wenn ich jetzt hier rummöre, bis zum Jüttich mehr oder was, dann krieg ich mir keine Aufträge. So, okay. Die Frage ist, hat der jetzt. Ach, du kriegst die Düne zu. Da bloß jetzt ist hier was frei. Scheiße. Immer noch. Der Raps, der. Oh Mann, jetzt sah ihm durch. Oh, was ist da hinten? Ich muss erstmal rüber. Kann ich hier denn schon ernten? Oh Gott, das sieht ja gut aus. Das ist gelb. Erntereib. Ich kann nicht erst. Und ich freue mich. Endlich kann ich endlich mal. Was eignet. Ah, ich hab nie was. Noch nie was eignet. Leute. Abgeerntet. Jetzt fällt mir gerade was auf. Ein. Wo ist denn Imcheck? Mit dem Sehen. Ey, wo ist denn mein Seher? Mein Sehgerät. Wo ist denn der Dicke hin? Der Dicke ist da. Ich muss schnell mal, Leute, jetzt bin ich ein bisschen verdattelt. Aber wo ist denn jetzt mein. Ach, wisst ihr, warum der das nicht anzeigt? Weil der Trecker weg ist. Bei mir ist ja der Trecker weg. Deswegen kann ich das nicht. Das ist natürlich shit. Ich brauche einen Trecker. Stopp mal, Leute. Komm mal, wir machen das anders. Freie Fahrt. Fahr erstmal nach Hause. So. Ah, nee. Fahr doch einfach mal nach Hause, ey. So, nochmal. Freie Fahrt. Ja, ich brauche alle für den Trecker. Beilen pressen. Das ist cool. Das ist, alle die Beeren sind sehr, sehr, sehr cool. Sehr cool, ne? Absolut. Dingen Groban. Haben wir doch hier. Groban. Siehste. Feld 34. Akzeptieren wir dann mal glatt? Da war er doch. Feld 34. Na siehst du, so weit ist es ja nicht weg. Fahren wir mal gleich hin und starten erstmal hier den Auftrag, bevor wir auch was anderes machen. Ja. Oh, hab sie ja noch ein bisschen mehr Geld bekommen, weil ich ja, glaube ich, das Mietzeug, was ich ja gemietet habe, das habe ich ja abgegeben. Jetzt muss ich einfach mal gucken.
34. Ist oben. Wie fahre ich denn da am besten jetzt? Da haben wir schon. Kann ich hier am Rand fahren? Ist die 34. Bin ich denn gerade? Sehe ich mich jetzt hier auf der Karte nicht oder was ist das jetzt? Ich will nur mal wissen, ist die... Wo bin ich denn jetzt? Ach, Alter, lecke mio. Ah, na, das dauert ja. Achso, weil ich euch noch sagen wollte, wenn du den alleine fahren lässt, hier den Dicken, ne? Der fährt jedes Mal an der Kante hier. Rechts oder links an der Kante von der Brücke. Hängt sich so mit fest und kommt nicht weiter. Ja, Leute, so sieht's aus. Das ist das, wenn du hier die Helfer vertraust halt, ne? Vertraue nie einen Helfer. Steh. Will mal eine Abkürzung nehmen. Wartet mal. Das. Also ich möchte jetzt nicht direkt über die Felder fahren, beleg nicht. Aber hier gibt es da diese Wege, die kann man ja ruhig lang fahren und das werde ich auch machen. Und der schmiert ab. Eieiei, wie der abschmiert, ne? Also der schmiert. Also schmieren heißt, wenn der hinten mit dem Arsch immer so schmiert und die Spur nicht halten kann. Das ist natürlich ein bisschen blöd immer. Da müsste man mal ein bisschen aufpassen. Wir wissen ja, ob der eine oder andere auch mit dem Dicken spielt hier. Ja, da muss man höllisch aufpassen. Und ja, mir ist das hier aber jetzt ein bisschen zu blöde. Den lassen wir mal fahren. Ja, du müsstest jetzt dann fahren und dann ist es gut. Gut. Der Dude bezieht sich jetzt auf Folgendes. Ich werde jetzt mein Schneidewerk hier rauf tun und dann werde ich erstmal zu mir, zu meiner Farm fahren. Zu meiner Farm fahren und werde mal mein erstes Feld abmähen. Das werde ich mal jetzt machen. So, und du könntest, wenn du willst, und ich hoffe, dass du das vernünftig machst, fahre los und ich fahre mit meinem Schneidwerk hinterher. Wir hätten dementsprechend vielleicht irgendwann mal auch mal einen Kerscher gucken müssen, weil, wie er sagt, ich hab der vorhin bereits erwähnt. Was ist jetzt mit ihm? Was ist denn jetzt mit ihm? Hä? Was ist denn jetzt schon wieder mit dir? Warte doch mal. Alter, ey, das ist wieder so typisch, ey. Das ist wieder so typisch dieses Spiel halt, ne? Mal geht es, mal geht's nicht. Komm, lass uns mal gucken, haben wir eine Erntaufgabe hier. Also, 27 oder... schon wieder mit diesem Zeug hier. Ich brauche unbedingt hier so ein Ding hier. Womit man Gerste... Gerste?
Kann ich meine Gerste mit dem Schneidwerk gar nicht, Ist das ein falsches Schneidwerk, was ich habe? Wo ist denn jetzt 27er Feld? Siebenundzwanziger Feld ist da hinten. Fährst du zum 27er Feld? Ja oder nie? Dann fahr hier zum 27er. Nimmt er nicht an. Nimmt er nicht an. Ey, das ist so typisch hier wieder, ey, diese. Weißt du, das ist furchtbar. Ey, Mann. Na doch mal! Wo liegt denn jetzt mit dem Ding überhaupt hin? Wo liegt denn jetzt hin mit dem Ding hier? Warte mal, ich hab da eigentlich eine Grube auf hier habe. Warte mal kurz. Ach, auf die 34. Der wollte zu 34. Nee, falsch, ey. Mann. Du wolltest doch zu 34, denn keine Feldarbeit. Oh Mann, wo ist denn jetzt die scheiß 34? Da ist die 34. Wer steht denn da auf die 34? Da steht ein. Ist das die 34? Na, was für ein Ding, wa? Ey, wo ist jetzt mein Mähdrescher? Da hinten ist der Gruber, der kommt jetzt hierher. Der fährt hier vorbei, der fährt hinten vorbei, anstatt da die kürzeste Strecke nimmt. Nimmt natürlich nicht die kürzeste Strecke, wie alle, das wäre so typisch. Ja. So, Leute, ich denke mal, das war von meiner Warte aus. Ja, ich will nicht immer, dass die Videos immer so lange gehen. Ja, freut euch einfach mal auf das, was kommt. Es kommen so viele Sachen und habt einfach Spaß mit mir zusammen. Ja, in diesem Sinne, Leute, würde man sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.